Löse dich von falschen Identifikationen. Kommentar zum Vivekachudamani, Vers 162. Shankara schreibt: Auch wenn einer noch so bewandert in der Philosophie des Vedanta ist, solange er die falsche Identifikation mit dem Körper, mit den Sinnesorganen und so weiter nicht aufgibt, erlangt er die Befreiung nicht. Hier sagt Shankara also, es reicht nicht aus, nur intellektuell etwas zu wissen. Es reicht nicht aus, dass du sagst, ich bin nicht der Körper. Es reicht nicht aus, dass du alles sagen kannst über die Sanskrit-Ausdrücke Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha. Es reicht nicht aus, dass du die ganzen Terminologie von Abheda Bodha, Vakya, Manolaya und so weiter kennst. Im Alltag erkennst du, womit identifizierst du dich. Und eine der einfachsten Weisen herauszufinden, womit du dich identifizierst, ist, wo bist du am leichtesten kränkbar? Wenn du das nächste Mal spürst, dass dich jemand gekränkt hat, dann kannst du dem Menschen dankbar sein. Und du kannst sagen, aha, du hast mich an einem wunden Punkt getroffen. Angenommen, du identifizierst dich mit deiner klugen Argumentationsweise. Und jetzt sagt jemand, also der erzählt einen Unsinn. Und dann fühlst du dich gekränkt. Da weißt du, ah, ich habe mich mit meiner klugen Argumentation identifiziert. Oder angenommen, jemand wirft dir vor, dass du nicht mitfühlend mit Menschen bist. Und du gerade im Gegenteil, du denkst, du bist ganz mitfühlend. Du hast dich identifiziert mit dieser Charaktereigenschaft. Dann bist du schnell gekränkt. Und daher eine kleine Aufgabe. Heute oder morgen werdet ihr bewusst, wann bist du gekränkt? Wann wirst du gekränkt von Ereignissen? Wann bist du gekränkt von dem, was Menschen sagen? Von dem, wie Menschen mit dir umgehen? Und dann sei dir bewusst, wo identifizierst du dich? Und löse dich von diesen Identifikationen.